Der nächste Termin ist um 11 Uhr und hoffentlich entscheidet er sich heute dazu, Neukunde zu werden. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Wirt van Ton von der Firma Social Natives. Meine größte Angst ist natürlich die Angst zu versagen, die Angst zu scheitern. Und das ist tatsächlich die Angst, die, würde ich vielleicht auch sagen, mich antreibt. Hi, ich bin Wirt, ich bin 22 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer einer Social Media Agentur. Also mein Tag beginnt gegen 8 Uhr dann im Büro. Und das Erste, was ich mache, ich schnapp mir meinen Laptop und mache dann sozusagen, das nenne ich Erfolgsrecap, also nochmal eine Auflistung generell der Erfolge. Ich war ein sehr schwieriges Kind und ich habe nie das gemacht, was man mir gesagt hat. So. Ich habe schon in der 3. Klasse 2 Wochen geschwänzt, so. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich bin sehr eigensinnig in der Form und habe dann mich dazu entschieden, mein Abitur abzubrechen damals auf dem Internat. Das fanden natürlich meine Eltern nicht schön und so weiter. Aber wie gesagt, eigensinnig, durchsetzungsfähig und auch ein bisschen stur, meine Ziele anzugehen. Ja, 8:45, heute ist Freitag, da frühstücken wir immer zusammen. Da gibt es ein Teamfrühstück, das ist super angenehm. Und da bringt jeder was mit, da gibt es auch ein paar leckere Sachen. Wir sagen zu älteren Leuten nicht nein, aber es hat sich einfach so herausgestellt im Bewerberprozess und auch im Team, dass wenn wir alle zwischen 20 und 30 aktuell sind, wir einfach die beste Teamdynamik haben. Und deswegen einfach am besten zusammen spielen können. Social Natives wurde 2017 im Oktober gegründet von meinem Geschäftspartner Norbert und mir, zusammen im Wohnzimmer sozusagen. Wir haben als Social Media Agentur gegründet, zuerst um Unternehmen einfach bei ihrem Social Media Auftritt zu helfen. Und ich hatte dann ein Gespräch bei einem Geschäftsführer von einer Wirtschaftskanzlei. Und er hat mir gesagt, dass er große Herausforderungen hat, heutzutage Fachkräfte, Azubis zu rekrutieren. Und er macht das. Und ich habe gesagt, hey, ihr nutzt das Potenzial von Social Media noch gar nicht im vollen Ausmaße. Und dann haben wir da Potenzial gesehen und uns auf diese Sache fokussiert. Das heißt, was macht ihr genau? Wir konzipieren und schalten erfolgreiche Kampagnen für unsere Kunden, damit sie mehr Bewerbungen und Mitarbeiter gewinnen. Der nächste Termin ist ein Bewerbungsgespräch. Darauf bereite ich mich jetzt vor. Das Gespräch ist um 11 Uhr. Mein Job, womit ich mich tagtäglich beschäftige, ist Thema Personal, Talente zu rekrutieren, die in unsere Unternehmenskultur passen und uns beim Wachstum unterstützen können. Thema Personal von den jetzigen Teammitgliedern. Das ist der gute Florian und der hat sich proaktiv aber beworben. Ich hatte ihn vorab schon gefragt, weil er wohnt eine Stunde weg von hier, ob er bereit wäre, wirklich eine Stunde zu fahren. Meint er, ist auf jeden Fall bereit, ne? Das wäre auch motiviert da. Grüße dich, Florian. Hast du dich ein bisschen mit Social Natives, hast du dir da was angeschaut? Er hat auch gesehen, dass Interview geführt hat und dass ihr auch aus Hannover kommt. Ich würde sagen, ich bin ein sehr sympathischer, freundlicher Chef, der auf Augenhöhe trifft, der trotzdem aber klar führt, also Dinge, die ich nicht akzeptieren kann, so spreche ich direkt an oder Konflikte werden sofort gelöst, aber nicht von oben herunter, sondern auf Augenhöhe. Und bis nächsten Freitag, Florian. Vielen, vielen Dank. Jo. Dir noch ein schönes Wochenende. Ja, schönes Gespräch, vielen Dank. Jo, ciao. Ciao. Lief's? Ja, dann mal. Ja, lief sehr gut. War sehr, sehr cool. Der nächste Step ist, dass Florian nächsten Freitag auch zu unserem Teamfrühstück kommt und einmal das Team kennenlernt, das Team ihn kennenlernt. Aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja. So, der nächste Termin ist gleich um 12 Uhr. Wir wollen ihm dabei helfen, Pflegepersonal zu finden. Und hoffentlich entscheidet er sich heute dazu, Neukunde zu werden. Ich bin grundsätzlich nervös, ja? Vor jedem Vortrag, vor jedem solcher Gespräche.
Aber nicht mehr wie früher. Aber eine grundsätzliche leichte Anspannung ist immer noch da und versuche aber das in eine Freudigkeit umzuwandeln. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Wirt van Tonnen von der Firma Social Natives. Könnten Sie mich einmal bitte mit dem Herrn in Berlin verbinden? Aktuell zahle ich mir ein Gehalt von 3.000 Euro brutto aus, was unterm Strich bleibt, sind circa 1,9 netto. Ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Ich würde sagen, das ist ein Gehalt, wo ich, wenn es jetzt nicht ändern würde, sagen würde, das ist zu wenig. Für mich, ich sehe uns immer noch in der Start-up-Phase und für mich ist es wichtig, anstatt mir jetzt ein dickes Gehalt auszuzahlen, weil ich wüsste auch nicht tatsächlich in meiner Lebensphase, wofür ich das ausgeben soll. Wo soll es hingehen, gehaltstechnisch? Ich glaube, bei 5.000 netto am Ende, ich glaube, das wäre schon, da würde ich es, glaube ich, hören, nicht mehr spüren. Ja, super, das hilft mir weiter. Ich bedanke mich. Ihnen noch ein schönes Wochenende später. Tschüss. Okay, das war nichts. Also meine größte Angst ist natürlich die Angst zu versagen, die Angst zu scheitern. Das lässt mich aber auch, sage ich mal, mich nicht stoppen, weil ich weiß, dass halt nur eine Sache kommen muss, die dann wirklich alles wieder zerstört, sage ich mal. Und das ist tatsächlich die Angst zu scheitern, die, würde ich vielleicht auch sagen, mich antreibt. Morgen, ne? Morgen. Okay, ciao. Also Firmenwagen sozusagen. Also ich habe keinen Führerschein. Ich habe den Führerschein schon angefangen in der Schulzeit, habe ihn aber dann nicht zu Ende gemacht. Und dann haben wir direkt ja schon gegründet und dann habe ich auch nie die Zeit gefunden, sage ich mal. So macht ihr praktisch fast alles zusammen, oder? Fast. Also ich bin am Wochenende meistens mit meinen Freundinnen, aber sonst am Alltag ergibt sich ja das Ganze so zusammen und machen wir alles zusammen und können wir ja immer alles besprechen und das ist ja vorteilhaft für das Geschäft. Wir fahren Golfen. Ist sehr gut nach der Arbeit, weil man den Kopf frei bekommt, macht auch total Spaß. Moin. Moin. Jawohl. Also wir haben viele Sportarten ausprobiert und Golf hat halt extrem viel Spaß gemacht. Und natürlich auch den Business-Aspekt, weil das fördert natürlich das Netzwerk und so. Ist auch nicht so teuer, wie ich dachte. Abschalten. Abschalten nicht wirklich. Aber bei solchen Sachen wie Kochen oder Zähneputzen, all sowas, ja, denke ich schon nach, wie der Tag heute lief oder halt was morgen ansteht und so weiter. Meine Eltern sind selbstständig und deswegen bin ich auch so aufgewachsen. Ja, wir haben am Essenstisch über das Geschäft geredet und für mich fühlt sich das absolut normal so an. Also ich schalte dann ab, wenn ich die Augen zumache. So, ne? Okay, ich glaube, es ist fertig. Also so wie ich es mache mit dem Gehalt, wenn das nicht weiter wachsen würde, würde ich sagen, da musst du es schon echt lieben. So. Für mich lohnt es sich definitiv, weil ich damit meine Ziele erreichen kann und weil ich mir halt die Frage gestellt habe, wie möchte ich leben, was möchte ich mit meinem Leben jetzt machen und das ist halt genau das, was ich jetzt machen möchte. Thank you.
Das war der Tag von mir. Wenn ihr auch euren Beruf einmal zeigen wollt, dann einfach gerne die Redaktion von Lohnt sich das anschreiben. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was ein Elektriker oder ein Anwalt verdient und was der so macht, dann klickt einfach hier oder hier und lasst gerne ein Abo da.